Zeit hier, ohne heute nicht gut drauf. Das kann uns egal sein. Hit the nail on the head when he fell on his deathbed. The streets ran red with blood, sweat, and tears. It was too many years for liberation, colonization, enslaved the whole nation. Cecil stole that call in Rhodesia. Too many white folks catching amnesia. How convenient, history is not an agreement. I guess it's based on how you see it. Now we're wrong, you got it right. We gotta fight, it's related to the Africa. Africa's our land, the future's in our hands. Now here's a list of our demands. Darf ich hier stehen bleiben? Die Antwort darauf ist ja. Es ist nämlich eine angemeldete Demonstration heute. Das haben die Beamten da nicht ganz so mitbekommen, glaube ich. Die haben nämlich schon sofort Stress geschoben. Wegen unterschiedlichen Sachen. Dann haben sie gemerkt, dass da ein Plakat ist, was ihnen nicht gefällt. Da wurde gesagt, dass es rechtsextreme Rassistinnen bei der Polizei Münster gibt. Die gibt es nämlich tatsächlich. Die haben eine Chatgruppe zusammen gehabt. Da haben die Hitlerbildchen gepostet. Und ja, das fanden sie aber nicht gut, dass das hier thematisiert wird, obwohl das Thema der Demonstration ist, vielleicht nächstes Mal vorher sagen. Und dann haben sie mir gesagt, ey, das Plakat, das muss weg, das muss geändert werden. Habe ich gefragt, ja, was soll denn anders sein? Ne? Kompromisse. Kompromisse sind wichtig. Was soll anders sein? Und dann haben die drüber nachgedacht und gesagt, wissen Sie was? Sie kriegen sowieso jetzt eine Anzeige. Das heißt, bevor die Demonstration hier angefangen hat, habe ich schon eine Anzeige bekommen. So muss das laufen, oder? Kann ich meinen Redebeitrag halten, danach? Oder ist es jetzt super dringend? Die kooperieren Räume, wo die Leute sich aufhalten, bis auf den Ende Rede, sind alle in dem Bereich. Also alles, was hier hinter Ihnen noch ist und rechts neben Ihnen, begibt sich alles zwischen den Fahrten. Dann kann der gefahren werden. Okay, der Herr Polizist hat gesagt, dass ich ein Pressevertreter, der Herr Polizist möchte insbesondere die Presse auch nicht genau dastehen haben, sondern lieber da. Also die Teilnehmer der Versammlung. Nicht nur die Presse, auch alle Teilnehmer in der Versammlung sollen hier hingehen. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt so wichtig ist. Da ist eine Bank, eine öffentliche Bank, aber offenbar ist die nicht öffentliche DemoteilnehmerInnen. Also ich habe euch jetzt das vorgewarnt, nicht, dass ihr auch noch eine Anzeige bekommt heute. Auch die Menschen rechts von mir sollen weiter nach da gehen. Also am besten da zwischen die Bäume. Dann sehen wir auch, wie viele Menschen jetzt schon hier sind, obwohl es gerade erst losgeht. Und dann darf ich vielleicht meinen Redebeitrag anfangen. Also einfach auf den Herren mit der Deutschlandflagge hören, der links neben mir steht. Der zeigt euch die Richtung, wo ihr hingehen müsst. Alle bitte die Zufahrt da freilassen, damit die Einsatzfahrzeuge rausfahren können. Hier stehen quasi frei für das Ganze. Dann hier ist wieder frei. Hier dürfen wir hin. Ich wurde nochmal darauf verwiesen, dass es meine Versammlung ist. Und die ganz wichtigen Polizeieinsätze, die gehen hier gerade, ist richtig, oder fahren die hier durch? Hier oder da? Auf jeden Fall muss da ein bisschen Platz sein, also alle bitte zwischen die beiden Bäume hier gehen. Genau, alle Richtung Curry 48 gehen. Notiz an mich selbst, wenn man eine Demo anmeldet bei der Polizei, dann ist die sehr unkooperativ für die Zukunft. Ist ein bisschen komisch, weil ich vorgestern noch mit der Polizeipräsidentin telefoniert hat. Die hat mich extra angerufen, wegen dieser Demo. Hat sehr, sehr konstruktiv, haben wir darüber gesprochen und gesagt, nein, hier, das wird alles gut laufen, das ist demokratisch, demonstrieren ist wichtig. Aber gut, lass uns mal anfangen. Ne? Ich habe was geschrieben hier und andere Leute haben auch was geschrieben. Also let's go. Erstmal cool, dass ihr da seid. Vielen Dank. Also, danke für das Kommen heute. Wir sind heute hier, um aufmerksam zu machen. Aufmerksam auf das, was viel zu alltäglich in Kaltland geworden ist und sich direkt vor unserer Haustür abspielt. Rechtsextreme Strukturen in den Polizeibehörden. Ja, nochmal, rechtsextreme in den Polizeibehörden in Münster. Das ist nicht irgendwas, was wir uns ausgedacht haben, um die bösen Cops zu ärgern. Das ist etwas, was die Polizei Münster tatsächlich macht. Zufällig wurde vor einem Jahr eine Chatgruppe beim SEK Münster entdeckt. Zufällig, weil einer der Beamten rechtsextreme und gewaltverherrlichende Nachrichten mit einem Bundeswehrsoldaten ausgetauscht hat. Auch beruhigend, die Bundeswehr ist auch irgendwie mit drin.
Nachdem das Handy von den Beamten dann durchsucht wurde, hat man die SEK-WhatsApp-Gruppe entdeckt. Dort wurden alle Muslimen als Terroristin dargestellt, Geflüchtete als Sexualstraftäter und Sodomisten verunglimpft, Hitler und das Naziregime verharmlost und Missbrauchsabbildungen, sogenannte Kinder- und Jugendpornografie, geteilt. Jetzt, ein Jahr danach, alle Verfahren wurden eingestellt. Zum Teil, weil die Gruppe ja geheim und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, und zum anderen Teil eingestellt gegen die Zahlung einer Geldstrafe. Die Beamten alle wieder im Dienst. Die Polizeipräsidentin hat mir zwar versichert, dass sie nicht wieder als SEK eingesetzt werden, was wir natürlich begrüßen, cool, nicht mehr im SEK, allerdings ist der Umkehrschluss daraus natürlich, dass sie nun in anderen Bereichen eingesetzt werden. Das Problem hat System. Es braucht lückenlose antifaschistische Aufklärung und das nicht nur in Münster. Bundesweit wurden über 800 rechtsextreme Skandale in den sogenannten Sicherheitsbehörden gezählt. Die Dunkelziffer ist im Vielfachen zu vermuten. Da muss man mal drüber nachdenken, wie oft entdeckt man denn solche Chatgruppen? Es dürfen nirgendwo, und erst recht nicht den staatlichen Strukturen, die das Gewaltmonopol innehaben, rechtsextreme Tendenzen geduldet werden. Eine unabhängige Instanz zur Prüfung der aufgedeckten Fälle ist längst überfällig. Es kann doch nicht sein, dass wie in diesem Fall die Polizei Bielefeld gegen die Polizei Münster ermittelt, während man ein paar Tage zuvor noch zusammen auf Demo gegen Linke gepöbelt hat. Um das nochmal festzuhalten, und das geht ganz besonders an die drei da drüben und alle, die uns jetzt hören und Beamte sind. In der Chatgruppe waren 16 Beamte. Kein einziger davon, kein einziger hat den Mund aufgemacht. Dieser widerliche Korpsgeist muss Konsequenzen haben. Wir schweigen nicht, deswegen sind wir heute hier. Laut und deutlich legen wir den Finger in die Wunde. Danke. Gestern wurde bekannt, dass die Polizei Hamburg, gut zuhören, dass die Polizei Hamburg gegen den Vorsitzenden der VVMBDA ermittelt, weil er ein Banner mit der Aufschrift, Zitat, Höcke ist ein Nazi trug. Ermittelt wird wegen gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung. Unsere verstorbene Ehrenvorsitzende Esther Bejarano hat einmal gesagt, also wer gegen die Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat überhaupt nicht verlassen. Volle Solidarität mit unserem Vorsitzenden und noch einmal zum Mitschreiben. Höcke ist ein Nazi.